Herzlich willkommen aus dem TSW 4 und herzlich willkommen aus Meißen-Triebischtal. Wir fahren heute diesen Ersatzzug mit der Baureihe 182 mit N-Wagen hinten dran, sogar noch ein Silberling. Und unsere Aufgabe ist es heute nach Dresden Hauptbahnhof zu fahren. Es ist Winter, es ist kalt, es schneit, beziehungsweise es hat geschneit in der Nacht, es ist früh morgens, es ist Sonnenaufgang und es ist Trains & Play, der euch heute hier über die Strecke bringt. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und öffnen die Türen. So, dazu einmal in Fahrtrichtungswendern Vorwärtsstellung gesteckt. Genau, Störung sagt es dann. Wir schalten uns die PZB und die LZB an, machen uns das Licht an. So, dann können wir hier einmal noch die Instrumentenbeleuchtung. Ja, die erhöhen wir mal. Also es ist nämlich noch dunkel. Mal schauen, ob es klappt, die Türen zu öffnen. Das ist der Semmering-Bahn-Taurus. Ich bin da selbst gespannt, ob das funktioniert. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich habe mal gehört, dass das funktionieren könnte, wenn man im Steuerwagen hinten den Fahrtrichtungswender reinsteckt. Wir probieren das einfach mal aus. So, hier ist noch die S1, glaube ich. Oder? Genau, die S1 nach Pirna. Lassen Sie mich durch, ich bin Lokführer. Lassen Sie mich durch. Ui. Hier ist aber echt viel los auf dem Bahnsteig. Kommen Sie schon. Ist ja wie in Realität, ne? Alle Leute stehen einfach nur rum im Weg. Huch, die letzte Tür, die ist ja gar nicht mehr erreichbar. So. Einmal kurz in den Steuerwagen. So, und wenn wir nämlich hier jetzt den Fahrtrichtungswender reinstecken und in Neutralstellung setzen, dann kann es sein, dass wir es tatsächlich hinbekommen, sogar die Türen zu öffnen. Also hier erstmal die Tür zu. Dann wieder zurück. Na, gehen Sie weg. Kollege, Sie haben Halt zu erwarten, ein Haltzeigensignal. Jawohl. Genau, der musste nämlich erstmal auf uns warten, wie es sich auch gehört. So, schauen wir mal, ob das klappt mit den Türen. Jetzt bin ich gespannt. Jawohl, jetzt funktioniert es tatsächlich. Wir können die Türen öffnen und schließen. In der Zeit kümmern wir uns weiter darum, dass wir einmal aufrüsten. Wir müssen nämlich noch das Stromsystem wechseln. Nicht hier, sondern das machen wir unter Eingabe und wählen DB aus. Bestätigen das Ganze und den Hauptschalter rein. Genau, das passt soweit. Hauptschalter ist drin. Dann würde ich sagen, schließen wir die Türen. Okay, dann dürften wir eigentlich alles haben. Gehen wir nochmal in die Funktionen. Wir erhöhen die E-Bremserhöhung, beziehungsweise schalten sie ein. So, das haben wir dann auch. Gehen einmal hier. Nee. Wo ist denn der Nachtmodus? Nee, das ist aus. Gut, dann machen wir das einfach so ein bisschen dunkler. Lösen die Bremsen. Und auf geht's. Lokbremse ist gelöst. Und wir fahren aus mit 60. So, Ausfahrt mit 60. Wir befreien uns. Leistung einmal runter und die AFB noch an. AFB.
Ich glaube, wir haben noch nicht das Licht an. Einmal noch. Ne, hier. Jawohl, Licht ist an. Und die AFB setzen wir uns auf 60. Wisst ihr was? Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr Bewölkung vertragen. Oder? Ich finde, das sieht früh morgens immer so super schön aus. Ja, das ist doch herrlich, oder? Passt zwar nicht mehr ganz zum aktuellen Wetter da draußen, aber wer weiß, vielleicht guckt sich ja das irgendwer nochmal im Winter an. Dann sieht es natürlich ganz anders aus. Und vielleicht können wir auch die Wintervegetation erhöhen. So. Dann passt das Ganze nämlich auch so. Und dann kommt gleich schon der nächste Halt. Das ist nämlich Meißen Altstadt, glaube ich. Genau, Meißen Altstadt. Und wir halten an. Ja. Gut, gehen wir die Türen frei und merken uns beim nächsten Mal, dass wir wirklich ganz bis nach vorne durchfahren müssen. Können auch hier vielleicht mal die Fernlichter, ja, wobei nicht am Bahnsteig, sonst blenden wir noch die Fahrgäste. So, Türen zu. Und auf geht's. Kurz geguckt, die Türen sind zu. Und wir dürfen weiter mit 60 fahren. Und wir verlassen die Altstadt von Meißen. Meißen, ganz be bedeutender Ort für die Reformation übrigens. Und ein sehr, sehr, sehr reicher Ort. Historisch gesehen. Ein sehr wohlhabender Ort im Osten. Wunderschön, oder? Ich war tatsächlich noch nie in Meißen, aber jedes Mal, wenn ich hier im TSW in Meißen bin, denke ich mir, wie kann das sein, dass ich da noch nicht war? Und vor allen Dingen, wie kann das sein, dass wir noch kein Foto gemacht haben hier in Meißen? Ja, wobei auf der Brücke, ja. Nee, machen wir das später. Genießen wir einfach so den Anblick. So, und wir halten an. Das Ganze, die Formation habe ich mir mit dem Formations Designer erstellt und dann im Freeroam-Modus einfach selbst den Weg gestellt. So, wir fahren jetzt mit der Lok über den Bahnsteig hinaus. Ja, schaut an, diesmal hat es geklappt. Hervorragend. So. Meißen. Hier ist so ein komischer Lichtreflex. Seht ihr das? Hier. So, schließen wir die Türen. Bremsen lösen. Moment, das wollte ich nicht. Ersatzbild auch nicht. Wie ging das dann nochmal?
Wir dürfen 100 fahren. Müssen wir mal kurz auf die Karte gucken, wann denn der nächste Bahnsteig kommt. Ja, hier erstmal nicht. Da kommt dann der nächste Bahnsteig. Das ist noch ein ganzes Stück. Das ist halt die Sache, im Freeroam-Modus kann man sich da leider sind keine richtigen Halte erstellen. Man kann zwar Wegpunkte einfügen, aber das sind in diesem Sinne keine Halte. Und vor allen Dingen werden die Wegpunkte auch nicht hier angezeigt im HUD. Dementsprechend muss man da immer so ein bisschen selbst gucken, wenn man anhalten möchte, dass man auch tatsächlich die Bahnhöfe dann kennt und weiß, wo sie sind. Ansonsten, und das wird sowieso heute im Laufe der Fahrt eh nochmal passieren, ansonsten werden wir nämlich einfach über den Bahnsteig hinausschießen und ehrlicherweise, es lässt sich nicht vermeiden. Auch schön, wir haben übrigens hier Silberling auch noch mit hinten dran. Mit dem wunderschönen Steuerwagen auch noch. Ist noch ein ganzes Stück. Die Mod vom guten Fubian ist natürlich auch mit drauf für die 1116, das Enhancement Pack. Das ist auch ganz klar. Habe ich erst neulich vorgestellt. Huch, da hat die Oberleitung gefehlt. Ja, also sowas darf natürlich eigentlich nicht passieren. Im Simulator nicht und in der Realität ja sowieso nicht. Oh, das ist ein schönes Bild, oder guckt euch das mal an mit dem Himmel. Also das kann der TSW wirklich so gut wie kaum ein anderer Zugsimulator. Wirklich diese wunderschöne Atmosphäre einfangen, früh morgens und spät abends. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das sind wirklich die absoluten Stärken, finde ich, vom TSW, was so das Visuelle angeht. So, da vorne kommen Dostos. Dem sagen wir kurz Hallo. Ja, 143. So, und ich glaube, der nächste Halt kommt dann jetzt demnächst. Deshalb machen wir uns schon mal bremsbereit. Genau, da ist der Bahnsteig. Gucken, dass wir mit 60 am Bahnsteig anfangen sind. Genau, das haben wir ziemlich gut erreicht. So, wir müssen hier definitiv mit der Lok über den Bahnsteig noch hinaus. Wir halten an. So. Hey, es hat geklappt. Hinten auch natürlich das Rücklicht an. Sehr, sehr schön. Schauen, dass wir vielleicht hier einfach mal ein Foto machen. So, Türen zu. Und auf geht's.
So, jetzt löst sich die Haltebremse. Danach kommt der nächste halt erst, ich glaube da vorne. Schauen wir erstmal auf Signal. 60, die davor signalisiert werden, werden wir natürlich bestätigen. AFB auf die 60 gestellt. Hier nochmal die 60 angekündigt. HV-Signale natürlich hier auch am Start. Das vielleicht komplizierteste Signalsystem, das wir in Deutschland so haben, was so die Lichtsignale angeht. Schön, dass wir eine Belohnung erhalten dafür, dass wir die 1116 182 Kilometer fahren. Lustiger wäre es, wenn wir sie 1116 Kilometer fahren müssten. So, ob hier gelten die 60? Und wir scheren jetzt hier praktisch ein auf die Hauptstrecke. So. Oh, da hinten wartet sogar noch ein Zug auf uns, ne? Tatsächlich. Okay, und wir dürfen 100 fahren. Einmal geguckt aufs Signal, das sieht gut aus. Dann schauen wir mal auf die Karte. Ist das ein Halt? Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht danach aus, dass hier irgendwie ein Bahnsteig kommt. Nee, ich glaube nicht. Oder jetzt kommt doch einer? Nee. Ja, wobei hier sind Weichen. Das sieht doch sehr stark nach Bahnhofsvorfeld aus. Jawohl. Doch, gut. Aber alles gar kein Problem für unseren Taurus. Und wir halten an. So, Türen auf. Hier stehen wir in. Huch, gar kein Schild hier. Ja, also irgendwie ist hier kein Schild. Nö. Da ist eins. Coswig. Okay, das ist Coswig. So, Türen zu. Haltebremse lösen. Haltebremse lösen, nicht. Nee, Haltebremse lösen. Und abfahren.
So, wir schauen auf die Karte, wann denn der nächste Haltepunkt und etwa zu erwarten ist. Das könnte dann hier sein. Joa, ich würde sagen, so ungefähr 1 bis 2 Kilometer werden es wohl sein. Okay, und einmal durch die Unterführung und wir bremsen. Sind hier praktisch als so eine Art Ersatzzug heute unterwegs. Ja, da ist irgendwie eine Dosto-Garnitur ausgefallen oder so. Ein paar N-Wagen standen da noch rum. Ein Taurus, den hat man sich ausgeliehen. Bei der S-Bahn Mitteldeutschland. Und hat gesagt, jo, wir fahren heute mal Taurus auf der Strecke. Okay, das passt nicht so ganz mit der letzten Tür. Da hätten wir noch die 2, 3 Meter mit der Lok vorfahren müssen. Zitscheweg? Zitschewitsch? Nee, Moment, wie heißt der Haltepunkt? Doch ja, Zitscheweg. Auch sehr typisch Ostmitteldeutsch, oder? Diese Form der Bezeichnung von Städten, diese Phonetik, die dahinter steckt. So. Wir schauen wie immer auf die Karte und sehen, der nächste Halt kommt da und wir sind ungefähr 1 Kilometer, glaube ich, entfernt. Können einmal schnell hoch auf die 100 vielleicht. Na, kommen ein bisschen ins Schleudern. Dann kurz einmal Hallo dem Kollegen, der Kollegin. Und da sehen wir schon den Haltepunkt. Nimm mal die E-Bremse ganz stark rein. Lösen wieder aus. Braucht aber wirklich lange zum Auslösen, ne? So. Huch! Sehr gut. Wer es gesehen hat. So, wir fahren ein bisschen mit der Lok noch vorbei am Bahnsteig. Und bremsen. Jawohl, diesmal hat's funktioniert. Alle Türen gehen auf. Hier in Kötschenbroda. So, Türen wieder zu. Sind ja hier im S-Bahn-Verkehr unterwegs. Hier wird nicht lang rumgestanden. Hier wird direkt wieder abgefahren.
Da ist der nächste Haltepunkt. Oh, auch so grob wieder 1 bis 2 Kilometer entfernt. Hier ist übrigens die Uhr. Die ich bei der Mordvorstellung nicht gezeigt habe. Und diese Geräusche, die hört, die macht der Taurus anscheinend wirklich in Realität auch. So, danke. Vorne, genau, da ist schon wieder der Haltepunkt. Ungefähr 200, 400, 600, 800, ja, in so einem Kilometer ungefähr. Können schon mal die Leistung rausnehmen. Brauchen gar nicht auf 120 komplett hoch zu beschleunigen. Lassen dafür ein bisschen rollen. Und bremsen. Nehmen die E-Bremse wieder stark rein. Lösen die Zugbremse komplett. Ja, die Zugbremse löst auch, die E-Bremse löst auch natürlich sehr schnell wieder. So, das war ein bisschen zu viel. Da sind wir etwas ins Schleudern gekommen. Und den Rest machen wir dann mit der Zugbremse. Ja, okay, also es ist mal besser, mal schlechter. Wir sind übrigens hier in Radebeul Weintraube. Ein sehr schöner Name. So, Türen zu. Talent 2 kommt da schon entgegen. Direkte Bremse wird gelöst. Der fährt hier durch, ne? So, nächster Haltepunkt ist dann hier vorne. Das ist dann, glaube ich, Radebeul. Oh, sind so 2 Kilometer, denke ich mal. Also auf jeden Fall einmal hoch auf die 120. Das können wir uns jetzt in diesem Fall definitiv mal gönnen. Müssen auch natürlich gucken, dass wir den Fahrplan einhalten, das ist ganz klar. Auch wenn wir jetzt gar keinen Fahrplan hier haben, aber wir tun mal so, als hätten wir natürlich einen Fahrplan. Oh, ich glaube, das wird nichts mit dem Halt. Na, wobei, doch, ich glaube, das wird was. Das ist der Wahnsinn, was der Taurus für Bremseigenschaften hat, ne? Beziehungsweise hier mit den N-Wagen zusammen. Das ist wirklich gut. Wir sind ja fast mit 100 km/h eingefahren. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder mit der hinteren Tür nicht ganz am Bahnsteig. Doch. Doch, ja, also das Einsteigen hier wird schwierig. Aber ganz ehrlich, warum steigt man noch hier hinten an? Hier ist ja eh nichts, ne? Also fängt ja erst ab hier an, so richtig. So, Tür zu.
Hier vorne die Schmalspurbahn von Radebeul Ost. Und hier vorne sind wir. Fahren dem Sonnenaufgang entgegen in unserem wundervollen Zug. Bremsen lösen. Und Leistung aufschalten. Wir sind schon lange nicht mehr in so einem S-Bahn-artigen Verkehr unterwegs gewesen, ne? Haben wir, glaube ich, schon wirklich länger nicht mehr gemacht. Aber demnächst kommt auch noch was sehr Cooles aus München, aber da will ich gar nicht so viel verraten. Hier ist dann der nächste Halt. Da werden wir dann auch ja, ein bisschen im S-Bahn-Verkehr unterwegs sein. Und zwar in einem sehr, sehr coolen Szenario. Nehmen die Leistung wieder raus. Und hinter der Kurve ist dann auch schon der nächste Halt. Wir nehmen die E-Bremse mit rein. Fahrplanbeleuchtung können wir auch anmachen, auch wenn wir keinen Fahrplan haben, den wir beleuchten könnten. Ein bisschen mehr indirektes Licht ist doch immer schön. So, Türen auf. Hier in Dresden-Trachau. Jawohl, alle Türen am Bahnsteig. Hervorragend. Ja, nicht einsteigen. Gut, da hätten wir natürlich was anderes noch auswählen können, aber ist ja auch nicht so wichtig. Türen zu. Türen sind zu. Und wir fahren los. Das Repent ist übrigens aus dem Creators Club, genauso wie für die Silberlinge. Und den Steuerwagen, das ist alles aus dem Creators Club. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich mal das Repaint. Wenn ich es vergessen sollte, gerne in die Kommentare reinschreiben und mich dran erinnern. Dann werde ich das noch nachholen. Manchmal vergesse ich das halt auch einfach. Das ist auch gar keine Boshaftigkeit oder so, sondern einfach nur Vergesslichkeit. Aber ihr wisst das ja, normalerweise verlinke ich immer die ganzen Repaints in der Videobeschreibung. So, dann sind wir auch schon gleich beim nächsten Halt. Ich würde sagen, wir gehen einmal auf die 100 hoch. Nehmen die Leistung raus. Und da vorne ist auch schon der nächste Bahnsteig. Ach schön, der Sonnenaufgang, herrlich. In Realität würden wir jetzt vermutlich eine Sonnenbrille tragen. Müssen wir zum Glück im Simulator nicht. Türfreigabe.
So, Türen zu. 4,6 Kilometer noch bis Dresden. Und auf geht's. In die Karte geguckt, schon mal, wo unser nächster Haltepunkt ist. Der müsste dann hier vorne in der Kurve sein. Ja, sind so vielleicht 2, 3 Kilometer. Da war so, ja, doch so 2, 3 Kilometer kommt gut hin, weil ja, in 4,6 Kilometern sind wir da schon in Dresden. Ja, sind so 2 Kilometer, denke ich dann. So, da ist eine Ankündigung für 70. Da können wir direkt die AFB auf die 70 stellen. Und dann PZB wachsam drücken. Jawohl, 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Das heißt also, wir müssen. Die Bremskurve läuft runter, sodass wir maximal 85 danach fahren dürfen. Ansonsten bekommen wir eine Zwangsbremsung. Das wird allerdings sowieso nicht passieren, denn wir fahren eh unter 85. So, jetzt hier in dieser Einfahrt kurz vor Dresden, diese lange gezogene Rechtskurve, da ist auch oft ein bisschen mehr Verkehr unterwegs. Es kann gut sein, dass wir da mal ein halbzeigendes Signal bekommen und auf irgendjemanden warten müssen. So, Ankündigung auf 60. Das bestätigen wir, setzen die AFB auf 60. Ah, hätte vielleicht vorher selbst reinbremsen sollen, bevor ich die AFB benutze, aber okay. Das ist wirklich schön, wenn man hier so durch die Gegend guckt, wie das Ganze hier so schön, ja, das ganze Stadtpanorama sich hier aufbaut, wie viel hier doch verbaut ist in der Gegend. Das ist also wirklich Dresden-Riesa im TSW4. War schon im TSW3 einer meiner absoluten Lieblingsstrecken und ist jetzt auch im TSW4 wirklich mit dem geupdateten Licht definitiv Top 3 Strecken. Also wirklich eine Strecke, die man haben muss, würde ich behaupten. Da kommt noch 185 von MRCE. Sehr schön, hier ist die S1 nach Meißen. Was war das? Was waren das für weiße Lichtpunkte? Hm, das habt ihr doch auch gesehen, oder? So, Tür zu. Wir haben tatsächlich Fahrt. Sehr gut. Ein letzter Screenshot hier in dieser Kurve. Sorry, ich habe heute den Fotomodus etwas häufiger benutzt als sonst. Bitte entschuldigt. Ich habe ja sonst immer mir selbst zur Regel gesetzt, den maximal einmal pro Folge zu benutzen. Gray. In bunt geschrieben. Witzig. So, das müsste Dresden-Neustadt sein. Wo wir selbstverständlich anhalten werden. Da müssen wir auch gar nicht so sehr vorziehen. Denn der Bahnsteig ist super lang.
So, wir kommen in Neustadt. Sehen wir jetzt nochmal Dresden-Neustadt schön in dieser Leuchtreklame. Hat doch was sehr, fast schon was Altertümliches an sich, ne? Gut, die haben alle, glaube ich, ein bisschen Verspätung, meinetwegen vermutlich. Türen zu. Sind die Türen zu? Ja. Irgendwie ist da die Animation nicht so ganz richtig mit den Türen bei den N-Wagen, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch schon seit Release von Bremen-Oldenburg der Fall. Ja, es ist kalt. Lass mal das Fenster zu. Da ist ein Esel. Hey, der ist mir noch nie vorher aufgefallen. So, hier wird die Performance erfahrungsbedingt immer ein bisschen schwächer in dem Bereich. Aber wir haben weiterhin freie Fahrt. Das freut mich doch sehr. Auch schon, wie wir hier von dieser Linkskurve in die Rechtskurve da hineinschwingen. Wirklich schön. Und das ist der nächste Haltepunkt. So, hervorragend. Der ganze Zug ist am Bahnsteig. Hinten auch, ja, langer Bahnsteig. Und wir schließen auch schon wieder. Ankündigung auf 60 km/h. Das wird natürlich wieder bestätigt. Oh, da kommt noch 185. Oh, sehr schön. Mit Eanos-Wagen. Oh, herrlich. Schaut euch das an. Tschüss. So, und einmal runter auf die 40, die angekündigt waren.
Ja, wir hören wieder die 185, die nähert sich schon mit ihrem etwas komischen Sound. Die fährt dann hier oben einfach weiter. Genau. Und wir fahren in die Kopfgleise rein. Was heißt dieses T, dieses auf der Seite gedrehte T? Weiß das einer? Sehr schön, da ist schon der nächste Güterzug. Huch, was ist denn mit dem? Wieso leuchtet der so komisch? Okay, jetzt nicht mehr. Sehr schön, herrlich. Toll. Jetzt frage ich mich nur wirklich, warum der J185 da vorne so komisch geleuchtet hat. Und einmal anhalten in Dresden. Dann wird der Steuerwagen wieder zurückgefahren. Aber das werden wir dann nicht mehr zusammen machen. Das mache ich dann alleine. Schön auf. Jawohl, dann haben wir das geschafft. Gucken uns einmal noch hier vorne am Bahnhof ein bisschen um, was da noch steht. Ein Talent steht dort. Der Güterzug da von gerade eben. Steht hier noch was? Nee. Gucken wir einmal von oben drauf. Ja, sehr schön, ne? Dresden. Toll. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.